Hey, ich bin Tommy. Ich habe den Magenta-Finger in der Ende-Gelände-Aktion begleitet und das ist da so passiert. Guten Morgen, liebe Leute. Ich bin gerade bei der Ende-Gelände-Aktion. Es ist... Boah, scheiß Wetter, es ist richtig kalt, aber die Leute sind motiviert und langsam wird aufgestanden, denn es ist Samstag, der 26. und in ungefähr einer Stunde gehen wir los. Für alle, die hier zufällig gelandet sind, Ende Gelände ist eine Gruppe, die friedlichen zivilen Ungehorsam macht, für einen möglichst frühen Kohleausstieg und mit dem generellen Ziel der Klimagerechtigkeit. Was wir genau machen, weiß ich nicht, denn es sind halt Großaktionen und damit die Polizei nicht rausfindet, was wir machen wollen, wird es halt auch nicht groß angesagt, sondern es wissen halt die paar Leute, die die Flaggen haben und wir latschen ihnen dann hinterher, um irgendwelche Infrastruktur von fossilen Brennstoffen, also meistens Kohle, eben blockieren zu gehen. Die ganze Geschichte hat aber eigentlich gar nicht hier angefangen, denn bei einer Ende-Gelände-Aktion ist es nicht so, dass man abends ankommt und dann morgens losgeht, sondern ich war jetzt schon seit Mittwoch, es ist Samstag, hier im Camp. Und zwar gab es hier Workshops und Vorbereitungen und ich habe meine Bezugsgruppe gefunden und wir haben uns eben auf die Aktion vorbereitet. Außerdem hat mir eine Person, die ein bisschen mehr Plan hat als ich, erklärt, wie generell solche Aktionen funktionieren. Ende-Gelände-Aktionen funktionieren so, dass nicht alle Aktivisten auf einem Haufen loslaufen, sondern sich in unterschiedliche Gruppen aufteilen, die sogenannten Finger, die dann unterschiedliche Ziele blockieren. Ja, in diesem Jahr ist einiges anders. Durch Corona können wir nicht das übliche Ende-Gelände-Prinzip fahren und mit saugroßen Fingern starten, in denen über 1000 Menschen sind. Das wäre überhaupt nicht Corona-konform. Wir haben einfach viele kleine Finger, die alle unterschiedliche Ziele ansteuern und in denen sich nur 100 bis 300 Aktivisten befinden. Und dadurch, das einfach viel Corona-konformer ist und die Hygienekonzepte besser eingehalten werden können. Und hier im Camp sind wir zwei Finger vom roten Finger, und zwar einmal Chili-Rot, das ist der queerfeministische Finger, und Magenta. Und genau, somit durch das Minifinger-Konzept sind wir halt einmal weniger Aktivisten, das ist gut für das Hygienekonzept, aber auch schwieriger für die Polizei zu handeln, weil wir viele kleine Finger sind, die sehr viel blockieren werden und dadurch hoffentlich noch effektiver sind. Ja, geiles Wetter, oder? Ich habe mir inzwischen Essen geholt und habe vergessen, dass ich eine Sache noch erzählen wollte. Nämlich, normalerweise ist es ja nicht so spannend, hier im Camp zu sein. Und klar, die Aktionstrainings, so kann man auch ordentlich was bei lernen. Aber dieses Mal wurde beim sogenannten Fingertraining, also wo man so Manöver übt, von wegen durchfließen, das ist dann diese Handbewegung, wo man sich dann so ganz breit macht, um eben durch Polizeiketten durchzugehen oder sich zusammenfinden oder so. Bei diesem Aktionstraining wurde halt eine Person festgenommen, weil aus irgendwelchen Gründen, vielleicht hat die Polizei gedacht, das wäre irgendwie eine richtige Aktion gewesen oder so, ist die Polizei mitgekommen und hat dann eine Person bei den Toiletten verhaftet. Gut, die Person hat jetzt nur einen Platzverweis bekommen, aber ich weiß nicht, ich fand die ganze Sache irgendwie weird und wollte es teilen. Ich werde jetzt noch in Ruhe aufessen, in einer Dreiviertelstunde geht's los und ich muss mich vor allem noch mit meiner Bezugsgruppe treffen. So, es ist jetzt ca. 28. Wir, also der Magenta-Finger, stellt sich gerade auf und ist ready zum Losgehen. Wir sind aber in der Aktion nicht der Erste, der losgeht. Wir haben ein bisschen spät, sondern es sind bis jetzt schon, vorhin irgendwie von einer halben Stunde wurde angesagt, 7 Finger sind schon losgegangen, aber wahrscheinlich sind es jetzt schon 8 oder 9 so. Und ja, wir stellen uns auf, gleich geht's los. Ich bin gespannt. Wir werden gerade noch von der Polizei aufgehalten. Das ist jetzt kurz nach 9, also stehen wir schon seit einer halben, dreiviertel Stunde hier rum. Mal schauen, wie das hier weitergeht. Super bunter Zug. Wird sicherlich ziemlich interessant, aber ja, nicht losgehen und im Regen rumstehen ist halt schon auf Dauer echt nervig. So. Und meine Kamera wird nass. Ja, ich
Ich hoffe, meine Technik überlebt. So, die Polizei hat uns jetzt endlich losgehen lassen. Wundervoll. Und wir sind jetzt, glaube ich, auf dem Weg zum Bahnhof, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Wir kommen jetzt gerade am Bahnhof an und ich habe mal Twitter gecheckt, denn wir sind nicht die einzigen Fingerhäute, die unterwegs sind, logischerweise. Es wurde schon ein Gaskraftwerk blockiert, ein Kohlekraftwerk blockiert, ein Kohlebunker gestoppt und ein Kohleförderband gestoppt. Wie ihr gerade seht oder hört, alle ziemlich gehypt, wir sind endlich am Bahnhof, wir fahren weiter und danach geht's in die Aktion. So wie es aussieht, hat die Polizei gerade dafür gesorgt, dass einfach keine Züge mehr fahren. Und wir stehen jetzt erstmal am Bahnhof und gucken, was wir da so machen ohne Züge. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden! Es sind aktuell 10 Finger unterwegs. Wir haben die ganze Zeit am Bahnhof gewartet. Zug kommt heute leider nicht mehr, aber wir gehen trotzdem los. Wohin genau ist nicht ganz klar und ich habe so verstanden, dass es auch gar nicht angemeldet ist, was uns natürlich nicht von viel abhält. Und wie ihr seht, wir stellen uns in die Richtung auf. Team Blau macht sich langsam auch bereit, wie es hier weitergeht. Wir haben gerade Ball verlassen. Und sind jetzt auf dem Weg nach irgendwo. Die Polizei findet es nicht so geil, weil es nicht angemeldet war und wir über Straßen laufen, wo die nicht wollen, dass wir rüberlaufen. Und ganz ehrlich, ich bin richtig gespannt, wo es gerade hingeht, weil die Bahnhöfe sind nicht zu benutzen. So, wir haben uns gerade zerstreut. Der Chilifinger ist rechts von der Straße gegangen und wir sind links von der Straße. Und ich muss sagen, ich weiß nicht genau warum, aber wir rennen hier gerade irgendwo auf einen Industriegebiet. Ich muss mich auf den Weg machen. Nach einer langen Zeit der Verwirrung hat es der Magenta-Finger jetzt endlich geschafft. Falls ihr es jetzt nicht gut seht, das ist die Baustelle von der Erdgaspipeline.
Und die wird eben jetzt von den Aktivistinnen blockiert. Falls ihr euch gewundert habt, wo die Fashion weißen Anzüge bleiben, ja, die werden jetzt angezogen. Bisschen später, aber passt schon. Ich gehe jetzt mal runter zu meinen Kolleginnen und Kollegen und guck nach, wie es denn so geht. Mir geht es eigentlich ziemlich gut gerade. Wir sind ja sehr ruhig reingekommen. Es war zwischendurch, dass wir uns mal ein bisschen beeilen, aber der Polizeikontakt hat sich bisher in Grenzen gehalten. Ich bin gerade sehr froh, dass wir jetzt hier sind. Ich denke gerade nicht, das macht es gerade deutlich angenehmer. Die ganze Lage hier ist jetzt eigentlich ziemlich entspannt. Hier stehen hinter mir so 6 Polizisten, der Rest ist weg. Und genau, die Baustelle wird halt blockiert. Erdgas ist eine fossile Sackgasse. Trotzdem werden in Europa gerade Milliarden in den Ausbau neuer Erdgasinfrastrukturprojekte investiert. Erdgas steht schon jetzt in Konkurrenz zu erneuerbaren Energien. Und die Energiewende wird dadurch massiv ausgebremst. Wir sind als Abnehmerland von Erdgas mitverantwortlich für Menschenrechtsverletzungen in den Produktionsländern. Also die Blockade ist halt nur eine symbolische Aktion. Hier fließt kein Gas durch oder so. Und die Leute wollen darauf hinweisen, dass Gas einfach keine Alternative zu Kohle ist. Weil der Punkt ist, in einem Zeitraum von 20 Jahren ist Methan 84 mal stärker als CO2, als Treibgas. Und Erdgas besteht im Prinzip nur aus Methan und bei der Gewinnung entweicht eben einiges. So beim herkömmlichen Erdgas, so aus dem Boden, da entweicht auch viel. Das ist dann nur halb so schädlich wie Kohle. Aber wenn wir zum Beispiel über Fracking reden, wo eben aktuell sehr viel Gas herkommt, zum Beispiel aus den USA, das ist halt, da entweicht so viel und das sorgt für so viel Umweltzerstörung, dass es wahrscheinlich also mindestens genauso schlimm ist wie Kohle und für die Umwelt, fürs Klima. Und genau um das zu sagen, wird hier eben dann auch blockiert. Und ja, gerade wird einfach ein bisschen Trompete in die leere Pipeline gespielt, sodass es alle hören und Leute, keine Ahnung, ritzen hier irgendwas in die Erdwände oder spannen Plan auf, spannen Banner auf, schminken sich mit Glitzer. Und ja, eigentlich ist hier ziemlich gute Stimmung. Polizei ist ruhig, sieht nicht so aus, als ob noch irgendwie geräumt wird. Es ist alles so entspannt geblieben, wie ich mir dachte. Es ist jetzt 18:30 Uhr. Die packen wahrscheinlich langsam ein und die Aktivisten sind vom Tag ziemlich fertig, aber alle gerade am Feiern und tanzen auf der Pipeline und ist als Zuschauer irgendwie ziemlich witzig. Ich würde gerne mittanzen, werde ich vielleicht nächstes Mal machen. Vielleicht wird mir dafür mein Presseausweis abgenommen, wer weiß, wer weiß. Wir sind jetzt wieder zurück im Camp, alle essen, vorhin wurde auch ein bisschen getanzt und es ist generell ziemlich entspannte Stimmung und auch irgendwie so ein bisschen gelöst, weil ich meine, so der ganze Stress, die Aufregung, die Ungewissheit ist jetzt alles weg. Alle sind einfach nur gut drauf, ich übrigens auch mega, weil es war halt schon eine erfolgreiche Aktion. So, die Gruppe hat ihr Ziel geschafft. Und auch die anderen Finger haben halt mega viel hinbekommen. Deswegen, ja, ich bin gehypt. Es ist nice, wieder auch zurück im Camp zu sein, ein bisschen chillen zu können. Und die Leute sind halt auch einfach richtig cool. Deswegen habe ich mega gute Laune.
Und genau, ich rede jetzt nochmal, ich lasse jetzt nochmal ein paar andere Aktivisten, die eben in der Aktion richtig teilgenommen haben, nicht so wie ich als Presse. genau, lasse ich nochmal ein paar andere Aktivisten zu Wort kommen, wie sie heute den Tag fanden, wie es ihnen heute so ging. Und ja, morgen geht es dann für mich auch wieder zurück. Ja, also mein Tag war eigentlich echt super. Wir sind etwas holprig reingestartet, weil das Wetter doch etwas sehr regnerisch war. Und wir etwas Angst hatten, dass wir alle etwas demoralisiert in die Aktion starten, aber konnten uns dann alle ziemlich gut bei Laune halten und haben es dann Richtung einer Erdgaspipeline geschafft und sind dann ganz überraschenderweise tatsächlich ein bisschen an der Polizei vorbeigekommen und haben uns eben auf den Weg zu dieser Pipeline gemacht und sind als komplett friedlicher Demozug dann dort auch angekommen, haben uns in so unseren kleineren Fingern dann nochmal ein Stück weit aufgeteilt und haben es letzten Endes geschafft, zwei Pipelines dann auch zu besetzen mit vielen Aktivisti. Und das war so ein bisschen mein Überraschungsmoment des Tages, dass wir das auch tatsächlich dann zu dieser Pipeline geschafft haben und dass dann auch erfolgreich verlaufen ist und alles friedlich verlaufen ist, keine Menschen zu Schaden gekommen sind und es keine Auseinandersetzungen großartig mit der Polizei gab. Deshalb kann man den heutigen Tag eigentlich als sehr, sehr erfolgreich ansehen. Und das war dann besonders schön, als man sich dann dort ein bisschen häuslich einrichten konnte und ja, sich dort niederlassen und die erfolgreiche Aktion so ein bisschen zelebrieren und Revue passieren lassen konnte mit den ganzen anderen Aktivisten. Das war so ein bisschen mein Highlight des Tages, dann dort auch ein bisschen unterwegs zu sein, sich mit den anderen Aktivisten zu vernetzen und eben gegen diese fortschreitende Bedrohung des Klimawandels eben zu demonstrieren und ein Zeichen zu setzen. Das war mir unheimlich wichtig und das ist uns heute, glaube ich, sehr gut gelungen. Tschüss, Camp! Ja, wie ihr seht, das Camp verschwindet bei mir im Hintergrund. Ich mache mich jetzt wieder auf dem Heimweg, beziehungsweise nein, mache ich nicht. Tja, an der Stelle ist mir dann leider das Mikrofon von der Kamera gerutscht und deswegen war der Sound ein bisschen kaputt. Was ich sagen wollte ist, dass es für mich eine mega krasse Erfahrung war, sowas mal mitzufilmen, weil es war nicht meine erste Ende-Gelände-Aktion, aber es war halt das erste Mal, dass ich dann so als quasi Presse dabei bin oder das irgendwie mitfilme. Und generell auch das erste Mal, dass ich sowas in der Richtung gemacht habe. Ich hoffe, dass ihr davon irgendwas mitnehmen konntet, irgendwie einen kleinen Einblick gewinnen konntet, wie es in so einer Ende-Gelände-Aktion ist. Oder an die ganzen Aktivistis da draußen hoffe ich natürlich, dass ihr irgendwie dieses Gefühl von dieser wirklich nice Aktion wieder ein bisschen aufleben lassen konntet.